Herzlich willkommen hier beim Rot am Westen. Das Wetter ist mittlerweile so gut, dass wir jetzt getrost den Mantel einrollen können und das werde ich euch in diesem Video zeigen. So, als erstes legen wir ihn vor uns ab und ziehen ihn einmal schön glatt. Wir schlagen ihn dann einmal so weit um, dass wir hier hinten die Knopfleiste haben. Die muss nämlich geöffnet werden, dass man ihn vollständig aufziehen kann. Wir legen dann die Ärmel glatt raus und jetzt, wenn wir ihn so wickeln wollen, dass er um den Rucksack oder den Tornister kommen kann, soll er hier eine Länge von ungefähr 108 bis 110 cm haben. Das stimmt ungefähr überein, wenn man sich diese Rückennaht oder die Seitennaht anguckt und die Ärmel bis dahin umschlägt. Wenn man das gemacht hat, zieht man das Ganze wieder so weit raus, dass es bündig abschließt und schlägt dann die Seiten um, dass die schön glatt und gerade möglichst rechtwinklig dazu abstehen. Dabei ist darauf zu achten, hier oben, dass der Knick vom Ärmel mit dem Mantel schön abschließt und bündig liegt. Dann hat man eine schöne gerade Kante zum Schluss und hat auch ungefähr die Länge, die vorgegeben ist. Wer im Feld jetzt zufälligerweise kein Zollstock dabei hat, das sind 2 MBL 50 Feldspaten und ungefähr eine Handbreit. Wenn wir jetzt soweit sind, müssen wir nur noch das Glatte alles nach oben schlagen. Und man sieht dann schon, wenn man alles richtig gefaltet hat, schließt das hier auch wieder die obere Kante alles bündig ab. Man hat schöne glatte Kanten auf der Seite. Hatte nur noch darauf zu gucken, dass die Knopfleiste hinten schön gerade ist. Die werden wir aber auch gleich wiedersehen. Und rollt dann langsam die Mitte ein. Bis zu den Knöpfen. Knie drauf. Und guckt dann, dass das schön verschwindet, schön gerade liegen. Und alles einwickeln. Dann legt man den Tornister oder das Sturmgepäck schön mittig und kann das Ganze rumklappen. Kann es dann noch mal ein bisschen austarieren und sieht dann schon, es passt wirklich exakt rum und würde dann an den passenden Stellen festgemacht werden beim Tornister, beim Rucksack oder beim Meshock denn an den Riemen selbst hier oben dran befestigt, weil der hat ja sonst keine anderen Aufnahmemöglichkeiten. Die Zeltbahn würde in dem Fall immer in das Gepäck reinwandern oder als Rolle getragen werden. Man hat eben ja auch schon gesehen, dass diesen aufzurollen sehr schwer ist und sich das gar nicht so eng zusammenrollen lässt. Dort habe ich den Trick von einem ehemaligen Soldaten der Sowjetarmee bekommen, der diesen Mantel nämlich auch getragen hat, dass man den zu zweit oder zu dritt rollt.
Dann würde sich einer einfach hier vorne draufstellen, dass derjenige, der rollt, schön Zug machen kann und dann richtig kräftig einrollen kann. Und dann wird die Mantelrolle für das Sturmgepäck oder die Mantelrolle zum Umhängen natürlich richtig schön eng, straff und nimmt nicht so viel Platz ein. Und jetzt gucken wir uns an, wie man das Ganze zum Umhängen rollt. Wenn wir ihn jetzt als Mantelrolle zum Umhängen uns zusammenrollen wollen, gehen wir einfach so weit zurück, dass wir ihn vor uns ausgelegt haben, hinten den Knopf schon gelöst haben und diesmal aber die Ärmel komplett bündig ausgestreckt haben. Dabei achten wir natürlich darauf, dass die Mittelnaht des Mantels auch schön mit dem Ausschnitt unten übereinstimmt, dass das schön mittig und gerade liegt. Was jetzt nur noch kommen würde, ist, dass man die Seiten so einklappt, dass sie bündig praktisch mit dem Ärmel abschließen und den zumachen. Normalerweise würde man ihn jetzt einfach einrollen und man wäre damit fertig. Das sieht man dann ja auch zum Schluss auf der schriftlichen Anweisung. Dann hat man aber das Problem, dass dieses Stück sich immer wieder aufrollt, weil das natürlich zwei separate Stücke sind. Dort habe ich auch wieder den Tipp bekommen, was aber nicht vorschriftsmäßig ist, einfach den Mantel bis zu der Naht umzuschlagen. Das hat dann nämlich auch den praktischen Vorteil, dass ein das besser hält, denn diese 7-8 cm, die hier umgeklappt sind am Rand, die schlagen nämlich sonst ganz gerne einfach wieder auf. Und dann ist der Vorgang der gleiche. Hier braucht man dann aber einen einzelnen Packriemen, um dann die Mantelrolle zu befestigen. Auch hier ist natürlich wieder gegeben, wenn ihr jemanden habt mit Reenactern oder sonstiges, der sich vorne draufstellen kann, umso enger und besser geschnürt ist dann natürlich die Mantelrolle. Nochmal ein bisschen nachstopfen. Und zusammenschlagen kann man sich schön zwischen die Beine nehmen. Und sieht denn schön, man hat gerade Kanten unten, kann da mit dir einmal durch. Schön fest zusammenziehen. Den einmal nach unten und nach oben durch. Und das Ende dann schön im Mantel drin verstecken. Warum nicht andersrum, dass der nach unten geht? Dafür habt ihr bei den meisten Packriemen hier unten nicht genug Platz und hier unten würde dann das Ende mit rausgucken. Wenn wir dann die Mantelrolle haben, gucken wir natürlich, dass die gerollte offene Seite nach hinten zeigt. Und dann kommt das ganze Paket auf die linke Schulter. Final noch etwas zusammenziehen. Wie gesagt, wenn wir auf Paraden sind, die natürlich alle noch viel enger gewickelt, denn dort wird einfach zu zweit oder teils zu dritt gewickelt, damit die richtig schön stramm und eng sitzen. So alleine kann man aber schon sagen, dass es wirklich gut gelungen ist.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.